Hallo, wir klettern heute die Kanonengelände auf den Turm, über die Kanone drüber. Ne? Also du schmierst da gerade den Geländebolzen. Ja, das ist nochmal zum, ja, die Blende auf dem Rohr fixieren. Ziehen wir oben die Keile, die Keile, da drücke die Schraube dann nochmal drauf, von oben und von unten. Die Schrauben draußen drücken auf die Keile und fixieren die Blende. Okay. Ja. Ich sag mal, ich glaube, es ist schnell. Komm, da schon das Namenzeichen. Ne? Am Betonboden schon. Wir heben das Ding dann hoch und fahren den dann darüber. Wir fahren drüber, fahren so weit ran und dann müssen wir erstmal die Schrauben einsetzen. Willst du den grünen? Willst du den grünen? Den muss man nachziehen, ja, jetzt. Heute ist die Blende dran, ne? Die wir praktisch drüber stülpen und dann ja, befestigen. Das ist heute ein Tagesding. So. Wir haben im Internet mal eine Wartesession gemacht, ja. Die Leute sollten Tipps abgeben, wie viel die Blende wiegt. Wir haben das über Facebook gemacht, über unsere Seite da. Und es kamen Schätzungen zwischen 200 Also 800 Kilo hätte ich auch nicht geschätzt. 824. Hätte ich nicht. 500, 550, 600, aber 800 hätte ich nicht. Wahnsinn. Man kann das Ganze einfach abschätzen. Mm. Stahl hat eine Dichte von 7 und man muss nur das Volumen schätzen. Dann kann man das ausrechnen. Ja, aber das ist so ein Bauteil, weißt du? Das ist so unschätzbar irgendwie. Ich komme hier aus einem Metallberuf. Kennst du Donges Stahlbau in Darmstadt? Kranbau, Schiffsbau. Ja. Minimal Höhe, ja. Stopp. Weiter. Rüber. Ja. Ich denke, was ist vorne Spitze? Höher. Zentimeter. Noch ein Höhe. Oh, das ist gut, ja. Sehr gut. Ja, zu hoch. Das ist zu hoch. Ja. Lass die Leiter los. Was Leiter? Ja. Manchmal geht es nicht ohne Leiter. Manchmal kommt man nur mit Leiter rein. Aber es ist sau interessant, gell? Wahnsinn.
Das ist ganz weit angucken, auf West. Und ganz weit nach unten. So, nach Süd. Schön mal anziehen, ne? Stopp. Weiter. Weiter. Wir sind nicht bei der Formel 1. Soll ich die Kinder dazu schon halten? Nee, besser nicht. Das war dann nicht mehr so laut, oder? Wobei, gut funktioniert. Oh, ja. Achtung, ich gehe. Nochmal hier. Stopp. Fest. Na, du kannst wieder runter machen. Schön an den Teilen von der Oberseite. Jetzt hin und her, ganz schnell, ja genau. Ja, ja, alles einfetten. Soll ja Spaß machen. Stauerfett, gell? No risk, no fun. Das ist wie Stauerfett ist das. Das war die Hose. Das da nicht kommst du noch. Das schneidet er gleich auf. So beginne ich. Bei Elvis sind ja die Hosen auch ausgerissen. Bitte? Kannst du mal hier vorne von dir abfinden? Der muss ein bisschen runterfahren. Ja, noch ein bisschen. Hallo? Wie du gesagt hast, mit diesem Hammer, weißt du, ding, 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 ding. Süd. Moment. Stopp. Nochmal raus, nochmal. Bitte was? Nochmal raus. Raus. Ja. Nochmal. Nochmal. Schwäbchen rein. Wie kriegen wir das Ding überhaupt? Das ist das Set. Die Schläge muss auf den Stein liegen, oder? So. So. Nach oben Schläge. Nach oben. Genau. Wie einmalig ist jetzt so eine Arbeit für Sie? Ich glaube nicht nur für uns einmalig, weil in den meisten Museen stehen die Fahrzeuge fertig. Aber dass die jetzt so wie hier noch bearbeitet werden, das ist ganz, ganz selten. Ich würde behaupten, weltweit einmalig. Königstiger, ja. Beim Königstiger auf jeden Fall, ja. Und auch jetzt hier die Blende abzubauen, machen nur wir. Aber es musste sein, um die ganze Korrosion aufzuhalten. Wir wollen ja nicht, dass das Ding in 5000 Jahren durchgerostet ist. Das sind Panzersprüche, das ist so. Wie im Film? Ja. Besser wie im Film. Sprich nicht so viel, mach das Ding lieber rein. So, Uwe sagt dann an die passende Nusshole. Zum Reindreher. Ja. Schläge muss da mal an. Ich bin narrisch. Ja, eigentlich muss oberglatt sein und die Schraube drückt ja dann nur auf den Teil. Was fehlt da oben? Sondern das ist der Bolzen. Ja, das andere ist nämlich nur das Gewinde, was den Bolzen hält. Der Bolzen drückt da vor hinter gegen den Teil. Vor mir der Bolzen drückt da genau von, der, von der Schräge hinter.
Geht er, oder? Passt schon so, oder? Schön. Ja. Also 4 hast du jetzt rausgenommen. Was ist los? Was ist dein? 22, 24. Machen wir nicht drauf. Nussig. Ja, 800 Kilo weg. 850. Da kannst du nicht rumspielen. Ja. Wie so mit Tisch. Mit dem Kran spielen. Genau. Ja, ja. Die Finger reinstecken. Finger reinstecken, nicht die Finger reinstecken. Warum nicht? Das ist zwar dann leise, aber. Oh, da brauchst du größeren, ey. Da brauchst du so 10 Kilo. Ich würde den Arsch von meiner Ex reinstecken, dass er schmaler wird. War der gut, ja? Okay. Jetzt. Von der Seite, ja. 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 Jawohl. Nee. Nix. Nichts. Der klappt nach dem Lautrad aus. Der war übrigens taub. Ja, warum wohl? Ein bisschen was geht, oder? Aber der hängt doch wahrscheinlich nur an irgendeiner Kante, weil es zu viel Farbe drauf ist oder so. Das wird jetzt immer fester, ne? Ich bin ein bisschen dicker. Was sieht, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ey, wenn einer sowas macht, dann liebt der liebt Panzer. Ja. Kommt was? Und an anderer Seite, genau, und andere Seite auch, genau, so wird geschafft. So wird geschafft. Einmal links, einmal rechts. Ja. Das ist Holz kaputt. Da kannst du mal sehen, was das für. Entschuldigung. Das war mein Lieblingsholz. Hau drauf. Keine Angst. Die Finger mehr zu dir. Und Hand dazwischen. Vater, weißt du, mal links, rechts. Nee, da hat auch immer, ja, wenn du auf eine Schraube klopfst. Dann lagen deine Ohren an. Immer links, rechts. Jawohl. Die kommt doch. Ich spür, dass das kommt. Der Schlag kommt richtig durch. Ich spür das doch. Da kommt was, gell? Soll ich klopfen, Uwe? Du filmst. Ja. Ich leide für die Schönheit, weißt du? Hau drauf! Hau drauf! Geht's auf? Jawohl! Jawohl! Gut! Jawohl! Jawohl! Und? Ja,
Ob sie das immer bei der Inst so gemacht haben? Ja, alles bestens. Du bist sehr fotogen. Und hopp. Erst wenn du schwitzt, zeigst du Leidenschaft. Ja. Schweiß muss kommen auf die Stirn. Ich komm ja nicht. Hey, das zeigst du aber nicht auf YouTube. Das ist nur für zwei. Hoi, Freddy. Hoi. Wenn du das zeigst. Jetzt. Der war gut. Haust du? Nee, weil ich hier. Du weißt, es war nur auf Holz hauen. Einmal. Ja. Alles gut. Hier von der Seite. Das war bestimmt ein halber Millimeter. Also Riesenschritte. Ja, dann mal los. Ja, nimm die Zunge rein. Das beißt ja ab. Okay. Mhm. Komm. Mhm. Andere Seite. Auf was? Gut. Ja. Auf was? Da müsste was kommen, da ist Power. Ja, ja, wir kommen richtig. Dann kann man auf jeden Fall mehr Kraft reinbringen. So. Immer beim Vater geholfen, so scheiße machen. Ich muss immer halten. Verlängerung. Das war mindestens ein halber Millimeter. Action! Action! Ich sehe keine Action da. Also. Mal gucken, ob da schon Schweiß auf der Stirn ist. Nein, ist noch keiner. Kann noch das weitermachen. Es ist eben so weit drin, dass es mittlerweile, glaube ich, schon egal ist. Du musst den linken Fuß etwas weiter vorsetzen. Ja. Noch weiter. Ja, ja. Dass ich näher dran bin. Ich hab Angst. Keine Schmerzen. Komm her, scheiß Blinde. Andere Seite. Hier arbeitet der Webmaster noch selber. Beim Rocky 3, oder? Keine Schmerzen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, du kennst Schweine. Super. Riecher 2. Riecher 2. Jawohl. Ja. Ja, das war gut. Das war gut. Matische. Gut. Ja, das. Gut, der war gut. Mehr mit Schmerzen im Gesicht. Ja. Wechsel. Konzentriert euch. Aber guck. Und dann kommt sie so hin.
mal, welchen Gefahren wir uns aussetzen. Aber die konnten wir ewig, sondern immer am Stück, weil der festhing und hat sich dann erst und da drin, die Sitze einfach, die außen, also die Zahnsitze, sagen wir mal, die war aber noch an der Hut. Am Rausbesserungssuche war ich auch noch hin. Also dadurch haben wir die Möglichkeit, das direkt zu verfolgen. Aber du guckst über die drin, die da rein. Wenn ich die jetzt ganz raushole, gut. Also wollen wir hoffen, dass der Klotz sich da drin nicht so verschiebt, dass man sie gar nicht mehr reinkriegt. Ja. Sind sie nämlich in den Arsch gekniffen. Dann müssen wir es wieder rausziehen. Aber dann kann man auch die V abschleifen. Naja. Weißt du, es gibt immer einen Vorteil. Jeder Nacht hat einen Vorteil. Und wenn dich die V verlässt, holst du eine neue wieder, weißt du? Sprüche für die Ewigkeit. Ja, beim Panzer. Beim Panzer. Sprüche. Das sieht sehr gleich aus. Wenn ihr mich fragt. Wenn ihr mich fragt, sieht das gleich aus. 0,1 mm ist das Gewindelänge. Aber allzu viel dürfte da auch gar nicht mehr passieren. Das Ding, das geht ja nicht bis 2 mm davon. Das sage ich doch die ganze Zeit. Wahnsinn. Alle Schrauben mit so einem Sicherungsblechen. Also kann man das so auf dem Handschuh sehen, ja. Wird so besser. Ja. Gesichert. Das heißt, ja. Die sitzen auf dem Schraubenkopf drauf. Eine Seite wird die Schraube festgemacht, auf der anderen Seite wird es irgendwo am Gegenstand festgemacht. Und das war damals das gängige Prinzip zur Schraubensicherung. Heute hat man Federringe oder Federscheiben, die dann praktisch Druck ausüben, dass die Federn, dass die Schrauben sich nicht lösen. Greift er da drin? Wenn ich jetzt länger Finger hätte, würde ich das am Ende kommen. Uwe, du weißt ja, was man über Menschen sagt, die Schraube nicht ins Loch reinkriegen. Ist mir im Moment egal, was man da sagt. Das ist eben auch das, was Sie fasziniert, die ganze Technik dahinter. Auf jeden Fall. Das sage ich, die Technik ist Wahnsinn. Hier erzählen wir mal Kram, das mal. Das wird das. Gut, dann. Was fasziniert Sie denn am meisten an dem Panzer? Optik, Technik? Ja, das Begeisternde daran ist eigentlich so, dass diese riesen, schweren Geräte angetrieben werden. Also wenn man den Panzer vorbeifahren, sieht man, man spürt das, die Vibration im Boden. Macht. Und das ist dieser Ingenieursgeist, den man da hat, dass man wirklich Tonnen bewegen kann. So wie andere sagen, mit Flugzeugen, super. Ja. Wie kann das sein, dass man so viel Schub erzeugen kann, dass so eine Blechdose eben fliegt? Ne? Das ist interessant. Kommt das Rohr ein bisschen hoch? Ja? Ich habe nur auf deine Sprüche gelauscht. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich bin so banal. Du hast genug Zeit zum Verschnaufen lassen und den Fury gesehen. Ja. Und da gab es den mit langer Kanone. Die hast du nicht sehen können. Firefly. Nein, das war das gefallen. Gegen den Fury war das gefallen. Aber Firefly, das war wirklich um, weil wir konnten aufgeschlagen. Der hatte mit. Hartkerngeschoss 220, 250 mm Durchschlag und wir hatten 180 am Punkt. Aber von vorne waren die nicht kaputt zu kriegen, nur von der Seite. Wenigstens. Ein Firefly vielleicht schon. Nein. Das ist die beste Diskussion, bitte. Jetzt kommt er auch nicht. Ich hatte mir sehr gerne so. Kannst du ein bisschen anklopfen, dann erschlagen wir mal nicht.
Wir machen ihn jetzt noch auf Rücken. Was üben wir jetzt? Komm. Doch, ruf zu Firefly. Nein. Du rufst dich an. Aber ich wollte nur sagen, die Russisch in der Firefly. Ja, aber das Gebrechen, es kommt immer auf Kampf kurz. Wenn du in der offenen Fläche und die Shermans von vorne gekommen sind und wir standen irgendwo auf einer Anhöhe, die haben sie 3 Kilometer weit gesehen und das 2,5 Kilometer hat sie alle auf dem Hof lachen. Die Shermans mussten näher ran. Aber wenn du in der Stadt bist, das habe ich gehört, aber nachher. Aber wenn du in der Stadt bist, schaut es ganz anders aus. Da ist der Sherman manövrierbar. Der fährt uns. Wie im Film. Der fährt uns raus, schießt ihm in die Seite und fertig. Da muss nicht einmal der Firefly sein. Und du hast nicht immer. Und zwar meine Stadt verteidigen. Weiß nicht, ob du das Video gesehen hast von Köln Panther. Da gibt es eine Originalaufnahme aus dem Zweiten Weltkrieg. Wo man um die Ecke kommt, ne? Und dann man Panther merkt, man gegen Pershing. Wie du das Ding mit jedem Schlag immer weniger rein. Panther gegen Pershing. Schau dir das an, das gibt es auf YouTube. Hand raus. Hier ist jetzt gleich Schluss. Du hast hier noch 2 mm. Kannst du mal ein Stück rein. Ich wollte sagen, kannst du ja weiter reindrehen ein bisschen, ne? Ja, warte mal. Dann probieren wir mal, ob sie klemmt oder nicht. Gucken, wo der Anschlag ist hier bei dem Ding. So, hier ist der Anschlag, das heißt. Ja, komm, lass mal. Gut. Ja, oh, ja. Ja, erst wenn du den Finger raus hast. Jetzt kannst du noch weiter. Ich drehe das jedes Mal so bis zum Anschlag und dann haust du ein bisschen und dann löse ich den 1-2 Umdrehungen, dann haust du und dann kannst du sie immer weniger reindrehen. Und irgendwann ist er da drüber, dann kannst du sie ganz reindrehen, so Gott will. Und schau mal. Kommt jetzt auch mal. Ist das aktiv Journalismus oder wie? Kein Journalismus. Ungewöhnlich. Ja, jetzt kommst du mittlerweile auch nicht mehr rein mit den Fingern. Also jetzt muss es so weitergehen irgendwie. Warte mal, ich geh mal rein.
Geht. Der muss jetzt. Jetzt probieren wir rausziehen. Jetzt hat er es angehoben. Ah, sehr schön. Okay. Das andere Holz bleibt, oder wie? Ah ja, einer bleibt. Sehr schön. Ja gut, super. Ich habe schon Schiss, wenn das ein bisschen rausrutscht jetzt. Ehrlich gesagt, ich auch. Ich glaube, das ist schon ein bisschen gerutscht jetzt. Nee, aber jetzt geht das. So, hier ist jetzt der Fisch. Zack. Ja, dann könnte da jetzt noch weiter rennen. Steht er wie ein Einser. Ja. Also 115 cm. Also die Schraube muss ganz reindrehbar sein. So ziemlich. Ja, da haben wir jetzt einen Finger raus. Also weiter. Und allzu viel Platz, ich bin ehrlich gesagt.
zwei, drei. Ja. Wir schneiden die Schraube ab und kleben die Blende mit Sekundenkleber an. Mhm. Schneidest du das alles mit, deine Sprüche? Oh, fertig. Patent, das lasse ich patentieren. Farbe streichen, sieht die vielleicht keiner. Jetzt wirst du auch in der richtigen Position stehen. Also ich habe Winter wie sauber gemacht und fettet für den Laufen. Aber du kriegst die gar nicht mehr raus jetzt. Hier nicht so richtig. Dieses Stück Holz, das ist ein paar Zentimeter zu. Ja, okay. Ist ein paar Zentimeter zu kurz, zu lang. Gefährlich. Gefährlicher Moment jetzt. Ist Ihre Meinung gerutscht? Nein, sie rutscht nicht von alleine. Ist da oben angebunden. Dann passiert auch nichts. Soll man drehen, was geht? Kann man denn das Ding da jetzt rausdrehen oder muss man den noch ein bisschen ab? Muss man rausdrehen, ja. Janet Jones. Hagel kommt ganz raus. Aber wie viel? Wenn wir schon mal reindrehen, messen wie viel noch? Wir sehen doch, das Ding, das Gewinde ist sehr lang. Ich würde sagen, wir messen. Aber reicht das überhaupt? Das Gewinde, das geht ja nicht bis unten. Kann sein, dass wir es länger schneiden. Da, genau. So, jetzt haben wir Ende. Ihr habt das selbst geschnittenes Gewinde? Nein. Ja, der Bolzen ist neu gemacht, da ist das Gewinde neu geschnitten. Ihr habt das gemacht, das ist das Gewinde schon. Wir nicht. Das haben Sie die Firma. Wer hat das überhaupt gemacht? Hast du das gemacht, Björn? Nein, das hat der Willi irgendwo einen Auftrag hier. Aber hier, diese Länge. Indirektes Messen. Theoretisch 11. Also 11 ist lang, kann das sein?
Wir schneiden das Ding ja, da kann man jetzt was reinstecken, zum gucken, wie tief. Wir schneiden das Ding um 11 cm ab und Björn nimmt den Bolzen mit und schneidet das Gewinde nach. Fast bis unten. Ja, musst du schauen, wie es. Ja, doch, da muss ich es an. Du kannst ja bis fast am Kopf rangehen. Ja. Also die Hälfte vom Kaul kannst du nochmal schneiden. Ich bin aber auch gespannt. Björn. Wie geht's denn so mit dem König Stieger? Ja, ihr seht ja, dass hier noch jede Menge Arbeit zu tun ist. Wir sind zwar sehr gut vorangekommen, jede Menge Details hier im Turm sind dran. Ich kann euch gleich erklären, was ist, aber es bleibt doch noch sehr viel. Das größte Problem ist, dass wir von der Kanone die ganzen Anbausachen hier, diesen Abweiser, der die Besatzung davor schützt, durch das rückfahrende Rohr verletzt zu werden fehlt, die ganzen Verschlussteile fehlen. Wir haben wohl den Verschluss, aber die ganzen Sachen, die zur Mechanik des Verschlusses dazugehören. Das ist hier, wenn ich das richtig beschreibe, so ein halbautomatischer Nachlader sozusagen. Die Munition wird zwar nicht automatisch nachgeführt, aber wenn der Schuss gemacht ist, dann geht, glaube ich, das Öffnen, das Auswerfen und so, das geht alles mehr oder weniger halbautomatisch. Da müsst ihr aber nochmal genauer nachgucken. Ach doch, automatischer Verschluss oder was? Oder? Nein, das ist alles mechanisch, aber man muss nicht jeden Handgriff selber machen. Wenn, das Ganze, wenn der ganze Prozess einmal in Gang ist, dann passieren viele Sachen automatisch. Mhm. Aber vielleicht beim nächsten Mal, dann müsst ihr mich erst einlesen. Ansonsten, wenn wir hier mal gucken, hier haben wir drei Behälter für Atemschläuche, für Gasmasken und so. Dann ist hier diese Öffnung, die wird hier mit verriegelt und so. Das ist der Auswurf für leere Munitionspatronen. Gut, die Kommandantenkuppel mit den Winkelspiegeln. Hier der Deckel von der Kommandantenkuppel. Ah, das funktioniert auch alles super. Was hier? Bang. Big Ben. Big T. Was hier fehlt, das ist so eine Art Puffer, so eine Art Schutz. Für den Kommandanten, um dann nicht an die Glocke zu schlagen. Ein Kissen. Ja, so eine Art Kissen, wahrscheinlich so ein Schaumstoff. Wir haben hier zum Beispiel so einen Schaumstoff an diesem Winkelspiegel. Das ist ein Schaumstoff, wo der Richtschütz oder der Ladeschütze seine Stirn gegen tut, damit es nicht so ballert. Damit er dann nicht so gegenschlägt bei unsanften Fahrmanövern. Wie das aussieht im Original, weiß ich gar nicht. Es gibt eine nachgemachte Version, aber ob die jetzt wirklich sehr original ist, kann ich gar nicht sagen. Was haben wir hier noch? Gut, hier haben wir den Stoßdämpfer. Den Stoßdämpfer für die Ladeschützenluke. Wenn die Ladeschützenluke runtersaust, dann ist hier dieser Bogen, geht hier gegen und hier ist eine Feder drin und sorgt dafür, dass die Klappe etwas gedämpfter zugeht. Hier ist der Verschluss dafür. Hier kommt eigentlich der Ventilator rein. Also dieser massive Zylinder ist eine Dämpfung für die Luke. Ja, genau, hier ist eine Feder drin. Hier ist auch eine Feder drin, die hier durchgeht. Hier kann man die Feder sehen und die Federn, die sind ungefähr gleich lang, aber unterschiedlich dick. Die hier ist, welche war es? Die ist ein bisschen dicker, stärker vom Umfang als die. Und als wir die beim Zusammenbau sind die verwechselt worden. Ja, da war also die Feder von da, die war da drin. Und die da rein sollte, die passt hier nicht richtig rein. Und wir haben uns überlegt, was kann schiefgegangen sein. Ne? Haben überlegt und überlegt, bis irgendwie so ein Geistesblitz kam. Die einzige Möglichkeit wäre, eine andere Feder genommen zu haben. Das kann nur die gewesen sein. Und so richtig. Ja, passiert. Gut, das hier sind so alte Griffe. Alles klar, hier kommt das Scherenperiskop rein. Hier wird hier schön mit so einem Lederriemen festgehalten. Hier kommt die Zieleinrichtung rein. Hier wird sie aufgehängt und hier wird sie gelagert. Das ist also ein relativ massives Teil. Da ist so eine schwächere Panzerung an der Stelle, da, wo die Öffnung ist, ne? Für das Richtvisier, ja, oder? Eine schwächere. Jawohl, das ist ja so ein Einschnitt. Sieht das aus? Ja,
aber die ist nicht in dem Sinne Schwäche. Also vorne ist eigentlich die stärkste Panzerung am Panzer. Die ist hier 18 cm. Mhm. Und selbst wenn man diesen Zentimeter hier abzieht, in den das hier reingesägt ist, dann haben wir immer noch 16. Mhm. Das ist sogar noch mehr als der Wannenbug von oben, von vorne hat. Der hat nur 15. Ja, dann kommt hier eine Leitung rein mit ungefähr 8 Kabeln, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die teilt sich hier auf und geht hier an dieser Leiste hoch. Das wird mit so Halteklammern befestigt und dann führen Kabel einmal da hinten rum zu einer Steckdose da, zu einer Steckdose hier und weiter hier entlang. Hier ist irgendwo der Schalter für den Ventilator, der fehlt aber. Ich kenne nur von Bildern. Und hier kommt zum Beispiel die kleine Verteilerdose für Kopfhörer und Mikrofon vom Kommandanten hin. Vom Kommandanten. Hier vom Kommandanten und hier für den Richtschützen. Mhm. Hier hinten kommen zwei Regale hin. Im Grunde kommen hier zwei Stahlwände hin, die hier an diesen Blöcken festgemacht werden. Und da kommen so Arme drauf, mehrere Arme, auf drei Ebenen, meine ich. Und da kommen Munitionspatronen drauf, mhm, links und rechts. Also das Teil hier kommt hier drauf. Das haben wir abgemacht, um das Rohr besser reinführen zu können. So richtig wissen wir eigentlich auch nicht, wofür die ist. Als Abstützung fürs Rohr beim Einfahren kann es eigentlich nicht sein, weil es zu hoch ist. Ob es für Patronen ist, vielleicht für eine Kanonendemontage vielleicht. Ja, aber die Kanone, oder sagen wir das Bodenstück hier, mit diesen beiden Ohren, das passt auf den Millimeter da gerade durch. Wenn man es so direkt rauszieht. Und wenn das Ding hoch wäre, wäre es eigentlich zu hoch. Aber egal, es muss Geheimnisse geben. Vielleicht finden wir das noch raus. Hier sind zwei Aufhänger, der und der. Die sind für die sogenannte Rohrzurung. Das ist also ein Befestigungsstab, um das Rohr bei Überlandfahrt ein bisschen zu fixieren, damit es durch die Bewegung, wenn es über Gelände geht, hier in den Lagern nicht zu sehr rüttelt. Mhm. Das Rohr habe ich schon aufgenommen, habe ich schon Aufzeichnung. Naja. Ja, haben wir sonst noch was? Wie gesagt, an diesen Dingen hier fehlt ein bisschen was. Also da kommen dann der Rohrvorholer, ne, und der Rückstoßdämpfer. Diese Ösen. Rücklaufdämpfer und der Luftvorholer oder Rohrvorholer, ja, ja. Diese hier Ösen. Hier ist der Rücklaufdämpfer und hier ist der Vorholer. Ah, okay. Rücklaufdämpfer ist im Grunde ein Öldruckstoßdämpfer. Mhm. Wenn das Rohr zurückgeht, und der geht ziemlich weit zurück, fast bis hier, dann wird da so ein Ölvolumen durch enge Ventile gezogen, das Ganze dadurch gedämpft. Und der Luftvorholer, der heißt zwar Luftvorholer, aber ist im Grunde eigentlich auch ein Luftöl-Kombinationsgerät. Mhm. Über einen Ölstrom wird ein, so ähnlich wie beim Rohrvor, wie beim, bei der Rücklaufbremse, wird ein Luftvolumen komprimiert beim Rücklauf des Rohres. Und dieses Volumen will sich natürlich wieder ausdehnen und beim Wiederausdehnen wird das Rohr in seine Ursprungsposition zurückgezogen. Mhm. Ausgezeichnet. Ja. Im Notfall kann man ja hier schlafen, weil hier so viel Platz ist. Notfall kann man hier schlafen, also ich möchte, was sag ich jetzt? Wenn jemand die Frau rausschmeißt, wenn es ja, halben Kasten zu viel drin hat. Die Ausstiegsluke für Frauen befindet sich da. Ja, dieser Klotz hier wiegt, was wiegt der? 200 oder 250 Kilo hier, dieses Bodenstück. Das gesamte Geschütz wiegt ein bisschen mehr als 3 Tonnen. Also ja. Hier fällt der Keilverschluss. Genau, der Verschluss, der liegt da hinten, können wir gleich auch nochmal aufnehmen. Was halt auch ganz interessant. Warum machen wir das jetzt mit Holz? Durch das Bodenstück und den Hebelarm von den Lagern hier würde das Rohr nach hinten kippen. Ne? Deshalb haben wir es, damit es horizontal, auch würde die Rohrwiege eigentlich auch nach hinten kippen. Deshalb haben wir die Wiege mit diesen Holzstücken horizontal gehalten, damit wir das Rohr mit dem Bodenstück von hinten reinschieben können. Interessant.
Und wie gesagt, durch diesen Hebelarm kippt das ganze Ding nach hinten, sodass diese Hölzer auf jeden Fall noch bleiben müssen. Selbst nachdem wir jetzt vorne die Blende drauf gemacht haben, ist dieses Gewicht hier, über diese Entfernung über diesen Hebelarm immer noch stärker als die über 800 Kilo schwere Blende vorne drauf, sodass das Ganze nach hinten kippen würde und das Rohr vorne nach oben gehen würde. Erst wenn das Rohr vorne drauf ist, das zweite Teil, der vordere Teil mit der Mündungsbremse, sackt das nach vorne. Ja, das hier sind die Wiegenlager. Jo, genau, zeig mal. Das ist die Rohrwiege. Und das sind zwei Wiegenlager. Eins da, eins da hinten. Da liegt das gesamte Kanonengewicht praktisch in diesem Lager. Ja. Wir nennen das Wiegenlager. Irgendwo steht wahrscheinlich, an vielen Stellen wird Wiegenlager stehen. Aber im Grunde heißen diese beiden Gussteile hier Schildzapfenlager. Weil an der Wiege sind hier diese beiden Stahlzylinder. Und diese Zapfen, die nennen sich Schildzapfen. Und das sind die Lager für die Schildzapfen. Oh Mann. Eine ganze Wissenschaft. Ja, wenn man sich damit Jahre beschäftigt, dann... Und da weiß man noch nicht alles. Weiß man nur noch nicht alles, oder macht man sowas drauf. Und so, ich habe jetzt dieses Interview gedreht, während ich hier gestanden bin, also in der Luft. Jetzt kann ich hier stehen, aber vorhin bin ich... Diese Lagerung hier von dem Rohr, das ist natürlich, also diese Schildzapfenlagerung, die erlaubt dann die Bewegung des Rohres auf und nieder. Vertikal also richten. Vertikal richten. Ne? Hat ein Richtfeld, oder wie sagt man das, von minus 10 Grad, also 10 Grad nach unten auf, wie viel, weißt du das zufällig? 20, 30 Grad wahrscheinlich irgendwie, geht ja nicht so. Und es hat auch variiert, je nach Modell. Ja, du weißt ja, wenn man mit euren Motoren alleine schon sich beschäftigt, dann sieht man schon, was da für Unterschiede gab. Mit der Elektrik, jeder Panzer ist ein Einzelstück. Ja. Und du hattest mich letztes Mal nach dem Jagdtiger gefragt, oder du hattest gefragt, warum unser Panzer vorne keine Stütze hat, wie der Jagdtiger das hat. Zum Beispiel. Mhm. Ja? Genau. Der Jagdtiger und der Elefant. Für die Kanonenlagerung auf dem Marsch quasi. Ja, also alles das, also das, was bei uns hier innen die Rohrzogen ist, das ist bei denen, bei diesen Jagdpanzern vorne diese Stütze. Mhm. Weil, wie gesagt, unsere Lagerung, die ist ja nur vertikal. Ja? Die Bewegung des Rohres ist nur vertikal, aber bei den Jagdpanzern, weil die keinen drehbaren Turm haben, kann das Rohr ja auch noch um 10 Grad nach links und 10 Grad nach rechts gedreht werden. Ja. Bei dem Jagdtiger ist es so, da liegt die Rohrwiege im Grunde auf so einer Stahlkugel. Oh. Also ähnlich wie so ein Hüftgelenk. Und dadurch, hinter der Stahlkugel ist dann so eine Art Halbkreis, auf der das Ganze dann seitlich geführt wird. Ja. Und dadurch ist das Ganze viel labiler gelagert als dieses Ding hier. Man nennt diese Lagerung bei den anderen da, glaube ich, Lafettenlagerung. Und weil das nicht nur horizontal, nicht nur vertikal geht, sondern auch zur Seite horizontal, wird das durch diese Stütze vorne am Panzer stärker fixiert. Mhm. Ja, auf jeden Fall sieht es einfacher aus, weil da bloß eine Stütze, die hochgeklappt wird. Aber hier mit dem Zylinder, das zu befestigen, das sieht schon komplex aus. Was mit dem Zylinder? Ja, der Zylinder, der hier fixiert wird. Ja, und dann muss man den runterklappen und da ist, ja, ich sage, Hydraulik drin oder was ist denn da drin? Nee, da ist nur eine Feder drin. Feder. Ja. Also im Grunde wird, wenn es hier über Land geht, das Rohr auf höchste Erhöhung gestellt, ne, dann liegt das Ding hier auf dieser Aussparung hier am Turm und dann kommt dieses Rohr runter und fixiert das eilig, sodass es dann nicht mehr hoch und runter ging. Ja, ich sehe hier, da. Hier kommt diese Spitze. Also als Vorteil sehe ich, dass du kannst es im Inneren lösen und wieder festmachen. Ja. Und beim Jagdpanzer musst du da wieder aussteigen und das draußen machen. Ja. Aber dafür ist das wahrscheinlich aufwendiger. Ja, regnet oder im Winter bei Moskau.
Naja. Da soll es auch kalt sein, habe ich gehört. Also diese Lagerung der Kanone vom Jagdtiger, die soll sehr, sehr anfällig gewesen sein. Echt? Habe ich mal gehört, ja. Das ganze Geschütz wiegt über 7 Tonnen beim Jagdtiger. Unser wiegt nur 3 Tonnen und ein bisschen. Du meinst jetzt schon die 12,8 Zentimeter? 12,8. Weil den Jagdtiger gab es ja noch mit 8,8 auch. Ja, kleine. Hauptsächlich hatte der die 12,8er. Ja. Erst als da etwas Materialknappheit gab, genau, hatte man überlegt, 8,8er reinzusetzen. Aber ob es wirklich welche gab, weiß ich gar nicht. Doch, es gab. Ja? Okay, aber jedenfalls die 12,8er, das ist also eine ganze Hausnummer größer als diese Flak hier. Wie gesagt, das gesamte Geschütz wiegt ein bisschen über 3 Tonnen. Das Bodenstück wiegt 250 Kilo. Beim Jagdtiger wiegt das gesamte Bodenstück alleine über 1 Tonne. Oh, lecker. Und ein Wahnsinnsgerät. Und da kann man sich denken, dass die Lager da sehr massiv sein müssen. Und wenn das dann Lager sind, die Bewegung hoch und runter, links und rechts gewährleisten müssen, dann rappelt es da wahrscheinlich ziemlich, wenn es über Land geht. Jo, also. Das hier vielleicht noch interessant, diese Halterung, das ist für eine von 3 im Panzer angebrachten Selbstzerstörungsladungen. Wer möchte denn so ein schönes Dingens zerstören? Ach, da gibt es genug, die das vielleicht nicht wollen, aber sollen. Weil es gab damals den Befehl, wenn so ein Panzer aufgegeben werden muss, sei es, dass er technisch da niederliegt oder keinen Sprit mehr hat, dann sollte er zerstört werden, damit er nicht in feindes Hände fällt. Da konnte man verschiedene Sachen machen. Man konnte dann, wie gesagt, da mit den Ladungen sprengen oder was vielfach gemacht worden ist, man hat einfach das Geschütz funktionsunfähig gemacht. Man hat das Öl aus den Dämpfern genommen, hat einen Schuss abgegeben, dann schießt das ganze Ding nach hinten und ist nicht mehr brauchbar. Hat alles Mögliche gegeben. Und bei unserem haben sie dann offensichtlich das Vorderstück des Rohres abgesprengt. Ich fand es so lustig, da gab es mal einen Film, da haben sie so Sprengladung reingeworfen in die Rohre. Aber da passiert da nichts normalerweise, ne? Weil das Rohr ist ja auf eine Sprengung ausgelegt eigentlich. Du meinst in Panzergeschütz oder so? Das war ein Artilleriegeschütz, aber auch ein großkalibriges. Ne? Also ich habe sowas mal in einem Film gesehen. Band of Brothers jetzt mal. Das ist so eine Serie mit 8 Folgen, glaube ich. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe das mal gesehen als in einem Film so zu der Zeit von Captain Hornblower, so 17. bis 18. Jahrhundert, der da mit der Victory oder mit Schiffen ähnlich wie der Victory über See gefahren ist. Die hatten noch diese Kanonen, diese Vorderladerkanonen, und die haben da damals Lehm reingetan. Ja, okay. Feuchten Lehm und haben dann auch gewartet, bis der Feind dann schießt. Der hat das nicht gesehen. Und dann ist das Rohr explodiert. Das ja, wird wahrscheinlich die Gase können ja nicht entweichen, aber wenn du die Kanone nicht zumachst, dann entweicht ja alles wieder. Also, ich glaube, zerreißt das Rohr eigentlich gar nicht. Ja, okay. Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Spezialist, aber hätte ich mir so gedacht. Aber gut, wenn man Hollywood nicht ausgeht. Gut, Hammers. Von mir aus. Vielen Dank. Ich habe keine Fragen mehr. Alle Klarheiten beseitigt. Danke, Bernd. Bis zum nächsten Mal. Adios.